Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil in unserer Let's-Test-Reihe, nämlich Supertux. Und ich werde gerade mal den In-Game-Sound etwas runterschrauben. Sekündchen. So, jetzt müsste man mich auch wieder normal hören. Und zwar ist es ein Mario-like-Spiel, also in etwa so wie Mario. Man sieht das schon im Hintergrund und ich werde halt mal anfangen, jetzt das zu zocken. Ich habe mal statt dem Intro, habe ich mal die Datei verändert und Skip Intro reingeschrieben. Hier geht es auf jeden Fall darum, eine Freundin zu retten, die entführt wurde von so einem Bösewicht. Naja, und wir müssen das halt schaffen. Frag mich nicht, warum unser Score jetzt schon auf 75 ist. Willkommen in der Antarktis. Level 1. Okay. Das ist so ein. Das ist so dasselbe wie der Pilz übrigens. Die Musik, die hat echt was. Das muss man der Musik lassen, die hat echt was. Echt ziemlich coole Musik. Ja, und das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Jeder, der Mario kennt, kennt das auch. Ist manchmal ein bisschen tricky, die Gegner hier abzuschießen, aber das ist bei Mario ja auch nicht anders. Mit Anlauf. Okay, ich versuch's einfach mal so. Nein! Ah, da Fug, Alter. Übrigens, wenn ich sterben sollte, dann freut euch schon mal auf eine lustige Animation. Ich habe da nämlich ein bisschen mich in die Image-Dateien reingedingens. Ich hab da ein bisschen was verändert. Oh! Hier dürfte noch was zu finden sein. Und wir haben das erste Level erfolgreich geschafft. Hurra! Ehre gebührt dem, der Level 2 bestreiten mag. Und das sind wir. Damit meine ich auch euch, ja. Ich hoffe, die Leertaste hört ihr nicht allzu sehr, die ich hier immer drücke in Nähe des Bildschirms. Ich zocke das nämlich gerade auf meinem Netbook. Das ist das unglaubliche 1,6 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher. Boah, Spitzenleistung. Ja, für das Spiel zum Aufnehmen reicht es gerade noch mit Fraps. Genau wie Sven oder so. Solche Spiele. Und das ist der Ersatz für den Stern natürlich. Relativ leicht auswendig zu machen. Nein, nein! Oh, das war schon mal der erste richtige Fail. Der uns nicht hätte passieren müssen. Und ich habe ja versprochen, wenn ich sterben sollte, dann seht ihr was Lustiges. Das passiert leider nur nicht, wenn man runterfällt. Weil dann ist die Sterbeanimation fällt leider aus. Beziehungsweise die K.O.-Umgehungsanimation. Und wir sind einfach die Besten. Und diese Levels viel zu einfach sind im Moment. Ja, glaubt mir. Das Spiel, das geht, das steigt nach oben wie nix. Also, das Spiel, das steigt von der Schwierigkeit krass. Also auf Level 11 kommt ihr schon nicht mehr mit. Da wird's echt schon zu schwer auf Level 11. Ihr könnt hier sogar im Spiel übrigens selber Level machen. Da habe ich mich mal ein bisschen dran gewagt. Ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Nein, 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 nein. Hey, hey. Oh! Nein, da fuck. Naja, auf jeden Fall sind wir hier gerade voll im Gange, dieses Spiel zu testen, und das ist doch mal was. Das war verdammt nochmal knapp. Und das ist immer so geil, wenn man hier runterfällt.
Da überschneiden sich gerade zwei Gegner, da müsst ihr vorsichtig sein. Ich kann auch sofort wieder auseinandergehen. Bam! Sniper. Komm, Killer, gib mir Sniper. Wenn ich jetzt hier ein Scharfschützengewehr hätte, dann hätten die Gegner echt verloren. Aber das gibt's ja nicht in solchen alten 2D-Spielen. Nein. Go! Ich finde das auch mal so lustig, dass die hier so Sachen eingeschnitten haben im Spiel. Und Level 3 wäre erledigt. Hurra! Ehre gebühre dem, der dieses Level absolviert. Und das sollen dann diese Bowlers sein. Soweit ich das verstanden habe. Oder ich weiß nicht mal, ob die so wirklich heißen, Bowlers. Auf jeden Fall sollen wir gegen die halt... Naja, komm. Bringt zwar nichts, aber... ist nicht einzusammeln. Yeah. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leertaste euch gerade auf den Sack geht. Ich hoffe das natürlich nicht. Na, ich hätte das vielleicht eher auf die Maus verlegen sollen. Das wäre lustig gewesen mit Maussteuerung. Hehe. Nein! Das war mir jetzt so klar, dass das passieren würde. Nein! Scheiß Stern, Alter. Nein! Das muss jetzt unbedingt sein, ne? Und der muss jetzt unbedingt doch zurückkommen! Alter, nein! Da fuhr ganz im Ernst. Nein! Trollface! Ah! Oh. Nein! Nein! Na, du Sau, Alter, dafür wirst du leiden. Ich habe mich jetzt einfach von diesem Mist fern. Ich hoffe, dass die Aufnahme einigermaßen flüssig ist. Hey! Geheimgang? Nein! Das wandt man ab! Oh. Was soll's? Geheimgang und Levelende. Geil. Ho, 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 ho. Alter, das war immer geil. Auf jeden Fall ist das Spiel kostenlos. Ihr solltet es euch auf jeden Fall mal besorgen und mal zocken. Wenigstens mal zum Test. Wenn es auch noch seine Entwicklungsbedürftigkeiten hat. Und aus dem Jahr 2005 kommt. Zockt das Spiel mal an, es lohnt sich übertrieben. Es macht Bock. Vor allem ist die Musik ziemlich fetzig. Es gibt ja noch diese Endmusik. Diese Endboss-Musik. Nein. Ich will schon wieder ein Trollface machen, wenn ich verrecke. Nein. Nein. Nein! Oh Mann, das ist doch nicht möglich. Wie schlecht bin ich denn heute? Ja, dafür habe ich eine X gekriegt. Lag, Alter. Unnötig. Dieses Geklingel liebe ich einfach.
Goal! Noch ein Level erfolgreich geschafft. Hurra! Wie viele Level haben wir denn schon geschafft? 5. Ich würde sagen, nach 7 hören wir auf und dann ist das letzte Test auch zu Ende. Aber dieses und das nächste werden halt noch dabei ankommen. Ja! Ficken! Ich weiß jetzt nicht, warum ich das gesagt habe. Ich hatte einfach die Wut und da hat mich die Wut dann am Ende gepackt. Die können übrigens als Schutzschilde verwendet werden, aber auch sehr gefährlich sein. Sehr freudig übrigens, wenn man die dann benutzt, um andere Gegner wegzuficken. Man merkt hier immer wieder Mario-Ähnlichkeit absolut gegeben. Na komm schon. Und man kann, soweit ich weiß, glaube ich, nicht in die Röhren rein. Das wäre mir neu. Komm, one up! Nein! So eine Scheiße. Einrastfunktion wurde aktiviert. Moment. Er muss ja auch unbedingt auf der rechten Shift-Taste liegen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das da drauf gelegt habe. Komm, 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 Stern, Stern, Stern. Ja, fickt euch alle miteinander. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Oha. Alter, manchmal ist dieses Spiel wirklich verrückt. Aber manchmal ist es einfach auch episch. Es lohnt sich herunterzuladen, Leute. Ladet euch Super Dux runter. Das ist geil. Ach ja. Ich schwelge gerade noch etwas in Erinnerung über alte Retro-Spiele, so wie Mario, Duke Nukem und alles, was halt damals noch so war. In den guten alten Zeiten. Als ich noch ein Kind war. Na. Ich will zurück nach Halsheim. Ich weiß zwar nicht, wo in aller Welt das sein soll, aber... Nein! Nein! Das war knapp, Alter. Nehmt euch in Acht, Bin Laden, jagt euch in die Luft. Nein! Ein hinterlistiger Lotzi, ey. Da springt er da einfach runter. Ja gut, die sind auch nicht besser. Nein, Trollface! Ah, Trollface! Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich aber wütend. Jetzt gibt's hier ordentlich Ärger. Nein, nein! Jetzt gehe ich oben lang, jetzt gehe ich oben lang, jetzt mache ich den Killer. Jetzt mache ich den Killer-Boss. Leck. Jetzt mache ich den... Hallo? Jetzt mache ich den Killer-Boss. Nein! Ey, jetzt komm, jetzt mach aber mal den Killer-Boss. Yeah, den Killer-Boss. Mach mal den Killer-Boss. Gut! Nein! Game over! Leider kein Trollface dieses Mal. Aber es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, dieses Scheißspiel anzuzocken. Und ja, wir... Also es war geil. Es war geil, muss man sagen. Also, wir hatten unsere schönen Momente. Die waren zwar sehr reduziert, aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn das Spiel ist komplett kostenlos. Ich habe mich sogar vertan, das Spiel ist von 2003. Ich weiß nicht, ob das auf jedem Computer noch läuft, also unter Windows 7. Auf meinem Lappy läuft das noch.
In diesem Sinne verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Let's Test wieder.